So, wir sind gerade in einem schwedischen McDonald's namens Max. Und wir haben gerade hier bestellt an diesen Schaltern, so wie bei McDonald's. Man kann aber auch normal bestellen. Was gerade mir aufgefallen ist bei der Bestellung, was ich ziemlich geil finde, es gibt alle Burger auch mit Pflanzenersatz anstatt mit Fleisch. Ich habe mir jetzt so einmal bestellt und bin gespannt, ob der schmeckt. Und auch die Milchshakes gibt es in einer veganen Alternative. Ich habe mir einen Blaubeer-Milchshake in vegan bestellt und bin sehr gespannt, wie das schmeckt. Wir schauen mal. Was auch interessant ist, also es ist schon relativ viel los. Es ist auch so, dass bei McDonald's keiner ist und alle sind beim schwedischen Max. Scheint auch beliebter zu sein. Das grafische Design ist ziemlich das gleiche. Auch so Törtchen und Kaffeekuchen, das Zeug, was man halt auch beim Mac bekommt. Nur halt eben auch alternativ vegan und vegetarisch mit allem. Und was auch cool ist, dass man so Abstand halten. Es sind auch diese Spuren am Boden, aber das Personal trägt keine Maske natürlich in Schweden. Aber hier gibt es nicht mal Plexiglaswände. Nichts, obwohl wir hier es mit Lebensmitteln zu tun haben. Aber das stört hier kein Mensch. Die Leute sitzen auch ganz normal da und essen. Und hier gibt es auch so eine coole Bank für Kiddies, wie im Kino. Er ist ja schon bezahlt, ne? Ja, abgefahren. Die wollen auch keinen Zettel sehen oder so, eine Quittung. Hast du aber einen? Nein, da kam keiner raus. Ja, aber das müsste ja wohl drin sein, dass man einen bekommt, oder? Weil da hätten wir was klicken müssen vielleicht. Ich habe Quittung gedrückt. Ah, dann war vielleicht die Bonrolle leer. Ja. Okay. Ja. Also wir haben jetzt mal bestellt und sind gespannt, wie lange es dauert und wie dann die vegane Variante vom Milchshake schmeckt und das nicht fleischige Fleisch. Keine Ahnung, aus was das gemacht ist, aber mal gucken. Ist auf jeden Fall cool, so eine Alternative wie McDonald's zu haben, nur halt eben vegan und vegetarisch. Kein Wunder, dass die Schweden da drauf abfahren. Wäre jetzt nur für mich interessant, wieder mal die Kette zurückzuverfolgen, ob es vielleicht im Grunde genommen sogar auch McDonald's gehört oder ob das wirklich was anderes ist. Ja, ja, das habe ich schon gesehen. Das ist cool, ja. Design ist auch ziemlich cool. Das ist ein bisschen Loft-Stil. Ziemlich hübsch, aber ich sag mal, von den Tischen her, wie oft sauber gemacht wird und so, ist ziemlich genauso wie bei uns beim Mac. Nicht so arg. Da sieht man halt den Abstand. Auch diese QR-Codes zum Scannen draußen auch. Die Tische, die frei bleiben sollten, aber das juckt hier kein Mensch, ehrlich. Niemand juckt es. Wie gesagt, keiner trägt hier Maske. Keine Plexiglaswände. Die Küchenleute, also die, die in der Küche arbeiten, die haben auch keinen Abstand. Und die Kerze auch null. Also, ziemlich cool hier. Wir waren jetzt gerade fett shoppen. Ja. Und, nee, ich wohne noch nicht da, Nathalie. Aber wir werden mal noch ein paar Monate nach Deutschland gehen und dann mal erstmal alles regeln. Und je nachdem, wie es hier am 10. ist, es wird hier auch entschieden, nochmal ein Lockdown. Also, bei Schweden entscheidet sich es am 10. Januar, ob ein harter Lockdown gemacht wird oder nicht, weil die dürfen es momentan nicht von der Gesetzgebung. Und ja, wenn einer gemacht wird, dann 4 Wochen. Und ich weiß auch nicht, wie sich das auswirkt. Das Einzige, was ich sicher sagen kann, egal wie es sich hier weiter auswirkt mit Lockdown oder nicht, diese Leute sind hier 1000-mal entspannter. Keine Denunzianten, keine Masken. Die Leute scheißen alle drauf. Die sind alle derselben Meinung wie Querdenken sozusagen bei uns. Und selbst wenn es hier einen Lockdown geben wird, wird es sich hier nicht ändern. Und die Einstellung, die Mentalität ist halt 1000-mal angenehmer. Und hier ist überhaupt keine Panik oder irgendwelche Sorgen wegen irgendwelchen Todeszahlen, die auch absolut Quatsch sind. Man sieht es ja, wie die Leute hier drauf sind. Also alles entspannt. Ja, hier ist kein Abstand. Ich habe schon gesehen. Ja, ja, ich habe es schon gefilmt. Also zeig mal, wie das aussieht. Das sind die Cheese Pommes. Sieht aus wie bei uns. Das ist der Crispy No Chicken.
Naja, sieht auf dem Bild auch schöner aus wie in echt. Was hast du normal, gell? Was denn? Das ist der Käse, Veganer. Ist nicht mal geschmolzen. Ja, da gibt's Druck. Und das ist der Veganer. Ja, die nehmen wir jetzt sofort dazu. Hast du nichts zu trinken, Schatz? Nee, ich habe jetzt auch keine Lust mehr, Kuchen zu machen. Okay. Du tauchst das sofort, oder? Also gut, wir werden dann mal essen und ich sag euch nachher, wie es geschmeckt hat.